Herzlich willkommen zurück zum neuen Part von Let's Play Pikmin 4. Im letzten Part haben wir tragischerweise alle gelben Pikmin verloren, die wir dabei hatten. Weil wir ein paar Fehler gemacht haben und einfach was verkackt haben. Hoffen wir mal, dass es jetzt besser läuft. So, wir sind jetzt in der zweiten Etage von dieser Höhle und hier gilt es einiges an Sachen kaputt zu machen. Und hier erstmal ein paar Pikmin, dementsprechend ja, Knospen zu holen, sage ich mal. So. Ich drücke immer die falsche Taste. Nein, wollen nicht absteigen. Let's go. Und nochmal. Nein. Ich werfe es immer falsch. Das ist meine eigene Dummheit. Eigentlich will ich euch nur noch hier hinwerfen. Braucht noch mehr was? Ich glaube nicht. Dann geht es mal weiter. So, wir haben nämlich viel mehr von diesen Dingern auf einmal. Schauen wir nochmal, was es hier hinter verbirgt. Oh! Kommt her! Aber ich kann einfach gar nichts gesehen. Oh, jetzt haben wir es geschafft, Gott sei Dank. Ah komm, transportieren wir halt auch mal einen. Also gar nicht, als Hund das auch noch kann, während wir darauf reiten. So. Oh, und schau mal, wer da ist. Mal gleich, wenn wir wieder am dümmsten hinkommen. Ich hab so eine Idee. Das nur mal jetzt mal die restlichen Pikmin wieder. Aber nur, dass wir keine gelben dafür brauchen, das wäre nämlich am Arsch. Aber wir ausrastet alle gelben, ey, das gibt's ja nicht. Wir ausrastet die gelben, sind alle weg, ey. Aha, was bringt uns das? Jetzt haben wir nochmal. Zack, zack. Zack, perfekt. Sagt mir was, dass das Ding wichtig ist. Ich weiß, wir jetzt einen Riesensprung machen. Oder so, jawohl, es hat geklappt. Wollte zwar eigentlich nicht so machen, aber okay, passt. Und siehe da, wir haben ja mit neuen gefunden. Ist doch perfekt. Läuft der Part doch mal viel besser. Sagen wir doch mal, was denn alles sein wird. So, den Rest mal wieder her von euch. Perfekt. So, bin gespannt, wer das ist, ey. Sehen wir uns einmal die Visitenkarte an. Ich hoffe ja, dass diesmal einer unserer Kollegen ist. Kines. Florist Kines, Heimatplanet Uruchi. Seine Passion für Pflanzen ließ ihn allein zu diesem abgelegenen Planet reisen, um dessen ungewöhnliche Blumen zu bewundern. Nein, wir haben es mit einem weiteren Gestrandeten zu tun, der aus der eigenen Stucke hierher kam. Ein Florist. Ich werde nie verstehen, warum er uns das Unanwut auf eine dermaßen gefährliche Reise begeben sollte. David Otzi rettet weiterhin alle, die hier gestrandet sind, was auch immer ihre Gründe waren. Ei, ei. So, es ist natürlich noch die Hauptmission, dass wir generell einfach noch weitere Leute finden müssen. Also. Aber ich glaube, hier ist noch was Relevantes, vor allem auch, weil wir hier wieder nach oben kommen werden. Ich glaube, das ist jetzt einfach mal. Dann wird der Part nicht so lang sein.
Was haben wir doch mal, was noch so kommt. So. Dusch. Genau, hier geht's zur Oberfläche. Let's go. Gehen wir rum. Wir haben genug hier in dieser Hütte gefunden. Los geht's da oben. Jetzt haben wir doch mal, wie viel wir erreicht haben. Wir haben jemanden gerettet. Und haben einiges an Glycerium gesammelt. Haben 75%, das passt. Haben aber leider, 19 Pigment verloren. Oh nein. 19 rote, 5 von dem anderen aus Seifen-Ding. Das sollte nicht passieren. Das sollte nicht passieren. Ich muss nächstes Mal vorsichtiger sein, Leute. Dass nicht so viel Pigment verloren geht, weil dies geht nicht. Kritische Sache. Critical thing. So. Schauen wir doch mal. Ich muss mir jetzt auch mal die Tage an die Voraufnahme machen, damit ich genug Zeugs produziert habe dann für, wenn Gamescom ist und ich selbst in Urlaub bin. So. Machen wir 2 von denen. So, das war alles höchst belastend. Das sagst du, wie es ist. Aber immerhin haben jemand nur einen gerettet. Das ist die Hauptsache. So, wir müssen vor allem mal nach Game Pikmin absehbarer Zeit suchen gehen. Aber hier keimt irgendwie auch nur das rote Zeug, sondern roten aber viel zu viel, ey, das gibt's ja nicht. So. Da ist ein Ball, der ist neu. Da kommen wir doch bestimmt irgendwie hin. Mir ist mit der davor mal noch nie aufgefallen. Müssen wir da vielleicht außen rum gehen, aber den Ball will ich jedenfalls noch irgendwie probieren zu holen, jawohl. Außer er ist vielleicht so weit oben, aber es glaubt nicht. So, erstmal haben wir den Riesen auf dem Pigment drauf. Oh. Oh nein, ein Pigment ist verstorben. Upsi. Aber dafür können wir eben erst aufpassen, dass da kein weiterer mehr verstirbt. Dafür können wir auch bestimmt jetzt einen Apfel da oben holen. Oder halt auch nicht WTF. Digga, das eine backt doch richtig schön da drin. So, das gibt's doch nicht. Ja, ich sehe das nichts, was mir irgendwie helfen könnte. Wie rein die jetzt, dass man hier in diesem roten. Habe ich jetzt irgendeinen Denkfehler gemacht, hä? I don't get it! I don't get it. Vielleicht, wenn man dagegen so rammt. Wie man es halt mal. Aber vielleicht müssen wir auch dementsprechend, schnell unterwegs sein. Okay. Gut. Und alles zurück. Meine Idee war auch Erfinderis. Vielleicht war nicht Erfinderis genug. Ist okay. Ist alle Ideen müssen immer grandios sein.
So, und runter geht's. Das ist jetzt auch bald Nacht. Bis Nacht müssen wir ja da sein, aber noch haben wir da genug Zeit. So, wir müssen auch das Ding hier irgendwie mal ausbauen bei Zeit. Muss mal schauen, wie man da hinkommt. Vermutlich von der anderen Seite. Dann kann man das mal machen. Ab meine müssen eine Zehnerblume. Das sind aber Sachen, liebe Leute, die können wir aus einem nächsten Parten aber anschauen. Ich hole jetzt erstmal meine Pikmin allesamt zurück und pflanze auch mal die paar neuen. So, und jetzt haben wir alles wieder zusammen. Wir haben 29, oh, 30 Pikmin. Shit, irgendwann haben wir ein Pikmin vergessen. Frage ist, wo haben wir das vergessen? In Siebelfarben, das ist aber lustiger Zufall. So, ich habe es leider vergessen. Das heißt, wo waren wir denn da? Ich glaube, da sind wir hier lang, ne? Hoffentlich ist der Amigo halt hier noch irgendwo. Aber wir können ja nicht immer alle mitnehmen, so. Und wenn es gleich jetzt hier kurz vor kritisches Halt wird. Keiner hier. Keine Ahnung, wo das eine Pikmin ist, aber wir müssen jetzt schauen, dass wir den Rest der Herde hier haben. Ja, das eine ist verstorben. Ist okay. Immerhin sind wir jetzt 29 von 30. Gut, und in dem Sinne sage ich danke fürs Zusehen von dem Part, wie es im nächsten Part weitergeht. Sehen wir am nächsten Part. Danke fürs Zusehen, macht's gut. Und ciao!